Crosby, Mellis, Tor für die Fortuna! Die Sprechchöre galten ihm, dem damaligen Fortuna-Trainer Norbert Meyer, der vor dem Anpfiff der Partie von tausenden Fans gefeiert wurde. Es war der 2. Oktober 2010. Und schon einen Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit präsentierten sich in der Tat Fans, Mannschaft und Trainer als Einheit. Dabei war der Saisonstart des Teams um Kapitän Andreas Lumpi-Lamberts alles andere als geglückt. Die ersten 6 Begegnungen wurden alle verloren und 4-mal wurde kein Tor erzielt. Platz 18 war das logische Zwischenergebnis. Die Alarmglocken schrillten also lauter denn je. Denkste. Sowohl die Verantwortlichen im Verein, allen voran Manager Wolf Werner, den wir nie vergessen werden, blieben geduldig und eben auch die Fortuna-Fans, die sich aber so sehr auf den lang ersehnten Saisonsieg freuten, zumindest darauf hofften. Gegen eine Mannschaft aus Osnabrück, die ordentlich in die Saison gestartet war, das Team von Trainer Carsten Baumann hatte 7 Punkte in den ersten 6 Spielen gesammelt, aber die erste Szene gehörte der Fortuna. Marco Christ prüfte da mit einem Freistoß Tino Berbig im Tor der Osnabrücker. Es war nicht Johannes Vandenberg, der aber in der nächsten Szene im Mittelpunkt stehen wird. Nach einem Doppelpass über die linke Seite kommt da Vandenberg an den Ball und bringt das Leder in die Mitte. Dann flippert der Ball ein bisschen durch den Osnabrücker Strafraum und landete bei Patrick Sundi. Tor für die Fortuna. Das frühe 1:0 durch Sundi in der 3. Spielminute. Ekstase pur im Fortuna-Fanblock. Alle rasteten gemeinsam aus und der offensive Mittelfeldspieler aus Burkina Faso. 2 Jahre spielte er für die Fortuna von 2009 bis 2011. In dieser Szene nahm er das Gastgeschenk dankbar an und erzielte seinen wohl wichtigsten Treffer im Fortuna-Trikot. Aber die Osnabrücker waren davon unbeeindruckt, kamen ihrerseits nach vorne und kamen dann auch in den Düsseldorfer Strafraum. Die Fortunen brachten den Ball nicht so richtig aus der Gefahrenzone. Letzten Endes konnte dann aber Jens Langenecke klären, wollte noch einen Freistoß bekommen, bekam er aber nicht. Stattdessen gab es in der 8. Minute den Eckball von der linken Seite und die Kopfballmöglichkeit durch Engel und Michael Melker mit der Glanzparade. Da musste er nach hinten hechten, nachdem er schon 3-4 Schritte nach vorne gemacht hatte. Und dann ganz klar zu erkennen, auch ohne den Einsatz der Torlinientechnologie, die es damals noch nicht gab, der Ball war ganz klar nicht hinter der Linie. Norbert Meyer war trotzdem aufgeregt, aber seine Spieler machten es auf dem Platz richtig gut. Thomas Brücker mit der Hereingabe und Handspiel, sagt Schiedsrichter Felix Zweier. Handelfmeter für die Fortuna und gelbe Karte gegen den Osnabrücker Abwehrspieler Gorka. Nach der Hereingabe von Brücker zieht er den Oberarm nach unten, steht mit einem Fuß auch schon im Strafraum. Elfmeter für die Fortuna. Jens Langenecke also gegen Tino Berbig und Tor, das war das 2:0 für die Fortuna. Jens Langenecke mit verhaltenem Jubeln. Er selbst sagt ja einmal, eigentlich weiß ich nie so genau, wo ich den Ball hinschieße. Ich entscheide das immer sehr spontan. Und in dieser Szene hat er sich spontan richtig, nämlich für die Mitte entschieden. Und die Fortuna also damit schon früh mit 2:0 in eine Führung. Melker mit einem weiten Abschlag nach vorne. Die Fortuna scheinbar in Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Dann ein erster unglücklicher Rückpass. Ein zweiter folgte sogleich. Konter der Osnabrücker im eigenen Stadion über Benčík. Der guckte und schaute und bediente Matthias Heidrich. Und der schaufelt den Ball aus 20 Metern ins Tor zum 1:2. Da waren erst 21 Minuten gespielt und es gab überhaupt keine Abwehrchance für Michael Melker. Die Osnabrücker hatten mit 2-3 Leuten nur gekontert, das aber ziemlich genau zu Ende gespielt und genau neben den Pfosten schaufelte eben Heidrich, der Mittelfeldroutinier, den Ball. Keine Abwehrchance für Melker. Dann ging es wieder in die andere Richtung. Christ auf Brücker, der wird von seinem Gegenspieler, der ihn nicht gesehen hatte, zu Fall gebracht. Freistoß für die Fortuna und Marco Christ brachte den Ball weit in den Strafraum. Tor für die Fortuna, das 3:1. Olli Fink jubelt über seinen ersten Saisontreffer. Das 3:1 in der 33. Spielminute nach dieser Freistoßflanke von Marco Christ. Irgendwie mit Kopf und Schulter.
Schulter buxiert er das Leder in die Maschen vor dem eigenen Fanblock. Das sollte doch jetzt eine beruhigende Führung für die Fortuna sein, die jetzt also schon mit diesen drei Toren mehr Treffer in den ersten 33 Minuten erzielt hatte, als in allen 6 Saisonspielen bis dahin. Dann auf der anderen Seite Freistoß für Osnabrück, Kopfball an die Latte. Wieder mal war es da Engel mit dem Kopfball in der 39. Spielminute, der in dieser Szene die Querlatte des Fortuna-Tores traf. Glück für die Fortuna. Dann ein Abschlag nochmal von Michael Melker, der beendete die erste Halbzeit. Und zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Osnabrücker zweimal offensiv gewechselt, setzten jetzt also alles auf eine Karte und setzten die Fortuna mehr und mehr unter Druck. In dieser Szene bekam die Düsseldorfer den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Und dann in der 52. Minute Handspiel. Die Osnabrücker beschweren sich nach dem Schuss von Lindemann aus 20 Metern. Wir sehen es, Lukinja rutscht weg, liegt am Boden, versucht sich noch wegzudrehen. Kein Handelfmeter, richtige Entscheidung, wie ich meine, vom Schiedsrichter. Aber die Gastgeber machten weiter Druck über Lejean. Dann kamen sie wieder an und auch in den Düsseldorfer Strafraum. Und eine Schlenzer aus 15 Metern. Aber das war natürlich kein Problem für den 1,95 Meter Schlussmann Michael Melker im Tor der Fortuna. Endlich mal wieder ein Entlastungsangriff von Rani Jovanovic. Radisav Jovanovic pendelte immer wieder zwischen Genie und Wahnsinn. Da muss er doch das vierte Tor machen bei dieser dicken Möglichkeit in dieser Szene. Aber es blieb dabei 3:1 für die Fortuna und die Osnabrücker rannten weiter an. Dann nochmal ein Schuss aus 15 Metern auf der anderen Seite von Engel, aber am Tor von Melker vorbei in dieser Szene. Und die Gastgeber machten weiterhin Druck, kamen immer wieder gefährlich nach vorne. Dann kam ein Osnabrücker zu Fall. Lukinja konnte nicht klären. Adler Volley trifft den Ball zwar nicht richtig, aber dadurch wurde der Ball natürlich auch so gefährlich. Holperte und stolperte vor Michael Melker und der ging auf Nummer sicher. Nochmal Osnabrück über die rechte Seite, die Flanke in die Mitte und dann war das Tor da. Das war fast schon überfällig. 2:3 in der 73. Spielminute durch Dennis Schmidt. Und da wird doch manch einer sagen, Moment mal, den Namen kenne ich. Genau, der arbeitet nämlich aktuell für Fortuna Düsseldorf, ist Leiter der Fortuna Fußballschule. Damals noch mit längeren Haaren und im Dienste der Lila-Weißen, die weiter Druck machten. Und die Fortuna konnte sich nur selten aus der Umklammerung befreien. Wieder Osnabrück im Düsseldorfer Strafraum. Und Kai Schwertfeger konnte dann in dieser Situation in höchster Bedrängnis und in höchster Not klären. Es gab noch einmal einen Eckball für die Osnabrücker. Die Schlussviertelstunde ist angebrochen. Zu kurze Kopfballabwehr, Schuss aus der zweiten Reihe. Aber das war dann kein Problem für Michael Melker und die Zeit spielte für die Fortuna und die Fortuna spielte endlich mal wieder nach vorne, kam über die rechte Seite, hereingab in die Mitte und Osnabrücks Torhüter Berbig bekam den Ball nicht unter Kontrolle und dann kam die Kugel über Umwege zu Lumpi Lamberts und er verpasste die Vorentscheidung, schaufelt den Ball aus 20 Metern knapp über die Querlatte des Osnabrücker Tores. Die letzten Minuten waren angebrochen, Hektik pur, die Trainer hielt es längst nicht mehr auf ihren Stühlen. Und die Osnabrücker rannten nochmal an beim Stande von 2:3. Und diese Hereingabe wird noch leicht abgefälscht und ganz gefährlich. Aber Michael Melker war noch einmal zur Stelle. Und dann schaute Felix Zweier bereits auf die Uhr. Die Schlusssekunden waren angebrochen. Und dann war es in der Tat aus und vorbei. Die Fortuna hatte endlich am 7. Spieltag mit diesem 3:2 in Osnabrück den ersten Saisonsieg geschafft, den ersten Dreier geholt. Trainer und Betreuerteam waren natürlich überglücklich. Auch die Spieler Maxi Beister haben wir gesehen, Jens Langenecke, Patrick Sundi, Thomas Bröckert, Chandor Torgelle, Marcel Gauss sehen wir gleich noch und Sascha Dohm und natürlich Teuter Michael Melker. Und die Fortuna-Fans, sie feierten ihre Mannschaft. Sie durften auch ein bisschen sich selbst feiern. Sie hatten alles gegeben über 90 Minuten. Nein, noch viel länger hatten sie die Mannschaft unterstützen. Die hatte auch alles gegeben. 7 gelbe Karten sind ein deutlicher Beweis dafür. Und alle feierten noch lange und ausgiebig. Und dieses 3:2 in Osnabrück sollte der Startschuss sein. Zu einer Aufholjagd am Saisonende belegte die Fortuna den 7. Platz. Ein Jahr später stieg sie in die Bundesliga auf. Das war's hier in Et Worum All. Weitere Ausgaben werden folgen. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund.